Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans und herzlich willkommen zu einem kleinen Special-Video. Wie ihr unschwer erkennen könnt, stehe ich heute bei kühle 15 Grad im Außenbereich von Rolandica und da gibt es ab morgen, dem 2. Juli, was ganz Besonderes zu erleben und zwar eine neue Fahrattraktion von Mack Rides. Die könnt ihr bereits hinter mir erkennen und zwar handelt es sich dabei um ein Twist and Splash. Was ein Twist and Splash genau ist, wie sich die neue Attraktion fährt und ob es mir am Ende Spaß gemacht hat oder auch weniger, das erfahrt ihr jetzt in diesem kleinen Neuheide Rolandica Special Video. Viel Spaß! Dass sich hier bei Tonne Wirbel, so heißt die Attraktion vom Typ Twist and Splash, um den bisher einzigsten Twist and Splash in Deutschland handelt, möchte ich euch mal ein bisschen so erklären, worauf es bei diesem Fahrgeschäft ankommt. Es ist nämlich, um genauer zu sein, eine Mischung aus Splash Battle und Kaffeetasse-Karussell. So kann man es am einfachsten erklären. Man sitzt in diesem Rundboot, man hat ähnlich wie bei Whale Adventures Kanone. Der Boot wird dann geflutet, da kommt ein bisschen Wasser aus dem Boot raus, sodass diese Boote bzw. diese Rundboote, in denen man sitzt, schwimmen. Und dann dreht sich das ganz langsam im Kreis. Da wird es einem nicht schlecht, also deutlich angenehmer als Kaffeetasse und verträglicher. Aber der Spaß ist daran, sich halt permanent gegenseitig nass zu spritzen. Und deswegen finde ich, ist die Attraktion hier in Rolandica auch wesentlich besser aufgehoben als zum Beispiel im Europapark, wo ja ein Splash Battle wie Whale Adventures bekanntermaßen nicht gut funktioniert hat. Ja, und da es hier draußen heute Morgen auch wirklich kalt ist und offensichtlich noch niemand mit dieser nasse neue Attraktion fahren möchte, hier in einem Wasserpark, werde ich jetzt die Attraktion alleine testen. Das verfehlt dann ein bisschen den Sinn von einem Twist and Splash, aber ich möchte jetzt einfach mal fahren und gucke, wie so die Dynamik von diesem Fahrgeschäft ist. So, dann schauen wir mal. Ich komme mir vor wie so ein Mensch ohne Freunde, der hier komplett allein in einem Fahrgeschäft sitzt. Und jetzt seht ihr schon, der Boden wird geflutet und da kommt das Wasser raus und gleich schwimmen wir. Jetzt schwimmen wir. Und das hat einen lustigen Onboard-Sound. Und jetzt müsste gleich diese Kanone gehen. Und jetzt seht ihr schon, ich triff da voll auf das andere Boot und wir drehen uns komplett im Kreis. Das heißt, wenn hier jetzt überall Leute sitzen würde, würde mir tatsächlich ziemlich nass werden. So macht es natürlich mega viel Spaß. Das Geile ist, da draußen befindet sich auch überall Kanone, wo man die Leute nass machen kann. It's so much fun to ride alone a Twist and Splash, yeah! So, und jetzt hält's an und jetzt seht ihr gleich, wie das ganze Wasser wieder in der Bodenplatte, in der Drehplatte verschwindet.
und wir langsam aber sicher absinken. Das geht auch tatsächlich ziemlich schnell. Also schon ein sehr witziges System. Ja, die erste Fahrt komplett alleine auf einer neuen Europa-Park-Attraktion. Ich muss aber sagen, mir hat es jetzt echt Spaß gemacht. Die Attraktion hat einen wirklich tollen Onboard-Sound. Natürlich ist das eine Attraktion, die davon lebt, dass viele Leute mitfahren. Das Wetter wird jetzt ein bisschen besser. Vielleicht ist ja nachher das Fahrgeschäft etwas mehr frequentiert. Dann fahren wir es auf jeden Fall nochmal. Ich möchte euch jetzt aber auch mal noch was zeigen, was hier im Außenbereich auch noch neu ist. Und dafür gehen wir mal kurz an Zweigelrock vorbei in den Bereich von Snorri Strand. Mickey m'a encore réveillé de ma sieste. Wow, also Rolandica fängt echt langsam aber sicher an, auch ein vollwertiger Outdoor-Wasserpark zu werden. Letztes Jahr hier mit der Erweiterung Teil 1 von Snorri Strand mit diesem kleinen schönen Wasserspielplatz. Dann natürlich mit dem großen Outdoor-Rutscheturm von Zweigelrock. Jetzt mit dem Twist and Splash und mit dieser neuen hangverlegte Kleinrutsche für Kinder und auch diesem Spielplatz wird es hier draußen langsam aber sicher eine echt tolle runde Sache, was Rolandica natürlich im Sommer fast attraktiver macht als im Winter. Also ihr seht, es ist sehr nass, auch für die Außenstehende. Aber es macht ultra Spaß, wenn das voll besetzt ist und hier drumherum Leute stehen im Sommer an einem richtig heißen Tag, dann geht es richtig ab, dann ist hier richtig Party. Das hat gerade jemand geputzt. Das war mein kleines Video hier von der Neuheide im Außenbereich von Rolandica. Insgesamt muss ich sagen, ist eine super Ergänzung mit diesem Twist and Splash für heiße Sommertage. Wenn da wirklich viele Leute mitfahren, macht das Ding auch richtig viel Spaß. Es ist super verträglich, es wird einem nicht schwindelig und ist einfach nur ein tolles neues Wasserfahrgeschäft in einem Wasserpark, was echt auch schon mal eine coole Sache ist. Von mir war es jetzt an dieser Stelle und ich bin gespannt, wo es mit Rolandica die nächsten Jahre und Monate, muss man fast schon sagen, noch hingeht. Denn schon im Winter entsteht hier ein neuer großer Rutscheturm im Innenbereich. Bis dahin, bleibt dran. Ciao.